Ja, klappt gerade ganz gut. Pilze, aber jetzt machen wir erstmal den da weg. Der ist so ganz einsam und alleine. Okay. Leerer Raum. Achso, ups. Erst so, dann so. Wir sehen nur einen Anhänger. Oh, Goblins. Nicht Goblins, Gnome. Da auch noch ein Beschützer dabei in der Truppe. Beschützer mit drei Priestern. Nee. Erstmal nicht. Wow. Okay, hier wird gespuckt ordentlich. Ich mache erstmal die Seite klar. Der ist weg, dann der da. Oh. Trank. Der wird auch gern dann mitgenommen. Ah, ich bin hinter dir. Vielleicht bemerkt mich dein Kumpel nicht. Nein, tut er nicht mal. Sehr gut. Ja, so wie es aussieht, bist du im Nahkampf nicht so tough. Hm. So, jetzt du weg. Du stehst nämlich auch so schön alleine. Ohne dass ein anderer uns trifft. Hier treffen uns auch nicht so viele. Okay. Jetzt musst du weg. Denn du hast da alles im Blick und warnst die anderen irgendwie. So. Jetzt hier verstecken. Einmal hochheilen. Warten, bis das Mana und sein Leben einigermaßen vollgetickt sind. Sein Mana könnte auch ein bisschen besser aussehen. Na gut, dann müssen wir die drei eben auf einen Abwasch wegmachen. Ist ja auch nicht so schwierig. Einer ist ja schon mal weg. So. Gut. Hier auf der Seite ist keine Nische gewesen, wie auf der anderen Seite. Habe ich da überhaupt den Trank eingesammelt?
Ja, habe ich. Gut, das heißt, der übelste Pilzraum hier ist geleert. Ja, jetzt müssen wir uns mit denen da anlegen. Erst müssen die Priester weg, die heilen die nämlich. Und er selber hält auch viel zu viel aus, als dass es effektiv wäre, ihn zuerst zu töten. Jetzt warten wir aber, bis wir hochgeheilt sind. Jetzt nämlich. So. Alles raushauen, was wir haben. Nein, erst den Priester da hinten. Der ist nämlich angeschlagen, ne? Jetzt den Priester. Also, die Priester gehen zum Glück recht schnell down. Nur die Nervensäge will nicht so richtig. Mist. Okay. Er ist jetzt alleine, er hat keine Priester mehr. Es ist mir egal, ob er sich heilt oder nicht. Wir haben keine Ressourcen verschwendet. Von daher können wir jetzt in Ruhe heilen. Er hat seine Unterstützung verloren, er ist also alleine. Also können wir, wenn unsere Buffs wieder abgeklungen sind und unser Mana wieder voll ist, ihn uns alleine aufs Korn nehmen. So. Gut. Ja, er ist alleine. Sehr schön. Ja, das Problem ist, der kleine Mistkerl, er trifft so gut, trifft hart und hält auch viel zu viel aus. Ja, für Hagrim. Als Ersatz für den da. Gut, ein Teleporter. Noch ein Teleporter. Das ist ja schon mal sehr schnucklig. Da geht's nur zurück. Linker oder rechter? Nehmen wir mal den.
Okay. Und der hier? Ah, wieder an einen anderen Ort. Ah, Drachenfledermäuse. Oh, wir sind ein bisschen angeschlagen. Das ist nicht so schön. Okay, wir hauen lieber ab. Und zwar so lange, bis wir... Und sagt bloß, sie können uns verfolgen. Ich will aus dem Kampfhaus, bitte. Okay, die Drachenfledermäuse auf der Seite bedeuten wahrscheinlich, dass das der Schlüsselweg ist. Weil ich habe da Flügel schlagen gehört auf der Seite. Aber wir gehen erstmal trotzdem da lang. Um sicher zu gehen. Ach, da sind sie ja. Die niedlichen Tierchen. So, bist nur noch du übrig. Jo. Schön. Also schön, dass du tot bist. Oh nö, es sind dann noch kleine. Ja, ich habe euch auch gerne. Eigentlich nicht. So. Mit euch? Hm, der bringt nicht wirklich jemandem was. Und ja, ich hatte recht. Das führt hierher und hier brauchen wir noch den Schlüssel für. Ja, der ist auf der Seite dann. Gehen wir erstmal hier lang, vorsichtig. Abzweigungen. Fässer. Essen. Oh, wir haben einen Schinken über. Das ist gut. Oh. Hi, Jungs.
Das wird wieder nett. Den können wir ruhig nochmal in den Feuerball verpassen. Nur falsche Fähigkeit mal wieder. Also ja, Lager da oben, da gibt's nichts. Da ist volles Haus. Das heißt, wir gucken uns in der anderen Richtung um. Ach, da kommen uns gleich welche entgegen. Bäh. So, erstmal die Gnomenkrieger weg, denn die nerven nur. So, jetzt die beiden Nerven, anderen Nervensägen weg. Oh, ein Stab. Oh, ein Stab. Für Silastra. Sehr schön. So, dann boxen wir die mal weg. Für die brauche ich mich nicht mal ordentlich anstrengen. Hoppala. So. Achso, dadurch, dass ich da aus Versehen drauf gedrückt habe, habe ich die Skills auch zurückgesetzt. So, wenn ich mal raten darf. Ja. Da würde es weitergehen. Da kam ich her. Das ist einmal ein Weg rundherum. Hier ist ein Teleporter. Ja. Buch. Nehmen wir es mal mit. Okay, neuer Text. Der nächste Schritt ist noch in diesen Kavernen, aber er ist es auch nicht. Du wirst es wissen, wenn du es siehst, außer du hast es schon gesehen. Ach, das ist die Nachricht von jetzt gerade eben. Naja, irgendwo muss sie ja landen. Okay. Ja gut, wir haben das Rätsel gelöst. Hier ist der Teleporter. Wohin?
einen neuen Bereich. Nein. Okay, und da höre ich Schritte. Also werde ich hier speichern. Das ist jetzt LP018. Und dann sehen wir uns gleich wieder.